Langsamer, super. Oh, immer. Ja, das ist auch immer interessant mit den Trucks. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann schon mal irgendwo erzählt habe. Ich erzähle das immer vielen Leuten. Und zwar ist ja so, dass die Trucks eigentlich immer aufzeichnen müssen, wann die Pause machen, wie lange die Pause machen, wann sie fahren und wie schnell sie fahren. Das wird alles immer aufgezeichnet, ne? Mit so einem kleinen Gerät. Im Truck darf er maximal, oder LKW, darf er maximal 80 km/h fahren. Und dann gibt es aber halt Überholmanöver, ja? Drei LKWs nebeneinander. Der ganz rechts fährt seine 80, standardgemäß, der links daneben muss mindestens 10 km/h schneller fahren, um überholen zu dürfen, weil wenn er nicht diese diese 10 km/h mehr hat, um zu überholen, dann kommt er halt nicht schnell genug vorbei. Ist halt so eine Regel, damit der Verkehr nicht so aufgehalten wird. Und der ganz linke Spur, der muss dann ja mindestens 100 fahren, wenn der auf der mittleren Spur 90 fährt. Ja. Und darüber, echt, da muss ich immer wirklich nachdenken, wie die das so fahren können. Das sind meist dann Polen oder die Ausländer, nicht die Deutschen. Weil die ja eigentlich bloß 80 fahren dürfen und das aufgezeichnet wird. Meines Wissens. Und das finde ich dann schon echt erstaunlich. Könnt ihr auch mal was dazu schreiben. Ob ich das jetzt so richtig mitgekriegt habe. Ja, ich mache mal Licht an. Ist ja 9.42 Uhr. Nein. Wird hier ein bisschen dunkel durch den Regen und so. Oh, da vorne ist eine Tanke, da müssen wir schlafen. Wir haben noch Zeit. Also echt. Normalerweise wären wir jetzt. Naja. Normalerweise hätten wir bis in zwei Stunden hätten wir erst in Dingsy sein müssen. Wo kommen wir gerade her? Bratislava. Hätten wir erst Dienstag 11.10 Uhr sein müssen, ne? Und es ist jetzt Dienstag 10 Uhr. Heißt, wir hätten jetzt noch eine Stunde gehabt, um überhaupt bis nach Bratislava zu kommen. Und wir sind jetzt schon fast in Antalya. Oh, hier ist ganz schön Gewitter. Man hört es jetzt auch ordentlich. Ich glaube, ich habe jetzt auch echt ordentlich Parts aufgenommen. Ah, das wird hier ganz schön. Oh, toll, jetzt überholt er mich gerade. Und ich kann den vor mir nicht überholen. Ah, super. Ja, irgendwie. Ist das ein VW-SUV? Ach, nicht VW. Volvo oder BMW? Ja, ey, dieser Truck, der kriegt sie nicht einmal. Fährt er langsamer, fährt er schnell. Also der da vor uns. Kann natürlich auch unserer sein. Ja, hier mit den ganzen Kurven. Da kannst du nicht schnell fahren. So, und jetzt fahren wir hier tanken. Ich hoffe, die Tank ist auf beiden Seiten. Sonst müssen wir erstmal über die Straße kommen. Ja, natürlich ist es auf der linken Seite eine Tanke. Ah, rechts ist auch einer. Sehr schön. Es ist auch auf beiden Seiten die gleiche. Vorhin hatte ich links Shell und rechts BP, ey. Da habe ich mich auch gewundert. Na, ja. Was soll's, wir fangen gleich nochmal tanken. Ich meine, man kann hier ja nicht voll genug kriegen. Übrigens, was ich sagen wollte, hatte ja einer gefragt, irgendjemand hat uns in die Kanalkommentare geschrieben, dass, ob wir den Euro Truck 2 machen. Und ich weiß, also erstens würde ich sagen, ich kenne mich mit den Abkürzungen aus, mit ETS, ETS 2. Und ich werde auch das Let's Play machen von Euro Truck Simulator 2. Wahrscheinlich aber ohne Mods dann. Oder maximal so ein Mod mit Schwertransporter-Dingsies. Weil Euro Truck Simulator 2 wird ja grafisch auch ziemlich hochwertig. Aber auch so weiter in den anderen Teilen und so soll es ja auch sehr hochwertig sein. Boah. Mensch, Mann, mein Multitasking ist langsam nicht mehr so das Wahre. So, schön.
Jetzt noch hochscrollen, sehr schön. Rechtsklick, 7 Zip, hier entpacken. Gut. Ja, ist ganz schön. So, und jetzt kommen wir von aus Bulgarien raus, rein nach Bulgarien. Rumänien raus nach Bulgarien. Rumänien raus nach Bulgarien, ja. Wir fahren per LKW lang. Dürfte man hier nicht. Wow. Die Straße schon so nass. Oh, hier haben wir eine ganz schön geile Autobahn gerade. Ah, das ist eine Brücke. Ah, doch, das fetzt hier schon. Ey, wir sind jetzt schon. Ach nee, ach Mist, der Truck ist ja gebraucht. Wobei, können wir das nicht. Das können wir doch sehen. Hier in den Statistiken. Wir sind jetzt schon 1318 Kilometer unterwegs. Ich finde das echt krass. Criss-cross. Das finde ich schon. Ja, echt geil. So. Jetzt sind wir wieder auf einer normalen Autobahn, also nicht mehr auf der Brücke. Und jetzt schreibt mich gerade jemand an. Mensch, Jungs, braucht mich nicht immer alle gleich anschreiben. Während ich aufnehme. So, wir müssen Richtung Sofia. Also geradeaus und dann durch Sofia und dann Landstraße. Na danke. Ah, Licht habe ich doch schon an. Das ist ja so dunkel durch den Regen. Ha, schön, hier ist gerade kein Regen. Da ist ein Tunnel. So, und da vorne ist eine Transportglasscheibe und jetzt können wir schon wieder Scheibenwischer anmachen, weil es ja draußen noch regnet. Und dann fahren wir gleich mal auf die andere Spur. So, wir wollen nämlich nicht rechts runter, da geht's nach. Oh, konnte ich jetzt gerade nicht lesen. Yama oder so. Ne, wir fahren jetzt Richtung Sofia. Dann müssen wir auch die erste gleich runter. Mal sehen, da vorne können wir glaube ich noch überholen. Oder auch nicht, weil hier eine Kurve ist. Ja, da steht irgendwas ausländisch-russisches. Und darunter Sofia. Vielleicht ist es da drüber Sofia in landessprachisch. Zentrum, ja. Das ist auch ganz geil. Überall steht immer Zentrum. Also Sofia Zentrum. Oder Neubrandenburg Zentrum. Ja. Berlin Zentrum. Steht immer dran. Wow. Meine Güte. Übrigens, das brauche ich jetzt nicht erzählen. Brauche ich jetzt noch nichts über die Mods von Eurotruck Simulator erzählen. Ne? Nee, wenn ihr den Part hier seht, dann ist ja Eurotruck Simulator der Part eh schon wieder gekommen. Also somit. Ja, jetzt sind wir nicht mehr auf der Autobahn, jetzt sind wir nämlich auf dem Weg gerade nach Sofia rein. Ja. Ach guck mal, ist jetzt auch schon 21.15 Uhr. Ja, hier darf man eigentlich nur 50, denn wir sind jetzt in Sofia. Sofia ist ja die Hauptstadt von Bulgarien. Ich muss ja gerade überlegen, welches Land sind wir denn jetzt gleich nochmal. Ist schon so spät. Okay, hier müssen wir noch geradeaus. Ich hoffe, die Ampel bleibt grün. Und nächste dann links. Da vorne, wo rot ist. So, wir fahren trotzdem mal ein bisschen langsamer. Ich meine, ist ja hier fast Nachtruhe und da soll man ja auch nicht so toll. Ich sehe natürlich die Lampe nicht, ob die grün ist, aber doch, die da war grüner Schimmer. Nein, wir wollten nach links. Stimmt, hatte ich doch was gesagt. Ey, an sowas könnt ihr mich ruhig mal erinnern, ja. Ey, ja. Ich sag, wir fahren da vorne links und wo fahre ich lang? Rechts. Ja, dann könnt ihr mir ruhig mal sagen, ja, nee, anderes links, ja. Ah, die Bremsen sind hier sehr gut von den Wagen. Ja, jetzt haben wir hier gerade deutsche Musik an der roten Ampel. Dun, dun. Ja, also wenn wir jetzt natürlich auch immer Musik mit Sprache und so, weil das ist ein Radiosender. Den könnt ihr auch im Internet suchen, Blitzradio FM. Findet ihr bestimmt, wenn ich habt ihr Pech, werde ich mir auch mal raussuchen. Ich finde den nämlich echt geil, also ich glaube, ich werde den dann auch immer, wenn ich irgendwie render oder andere Arbeiten am PC mache,
einfach nebenbei laufen lassen. Weil der ist doch echt krass. Der hat, macht gute Musik. Und da ist auch keine Werbung dabei oder so, ne? Das ist ja mal das große. Der große Scheiß. So, draußen sind 20 Grad Celsius. Hier in Bulgarien. Um 9:30 abends bei Regen. So, jetzt gibt's auch einen Standstreifen. Oh, aber jetzt Schluck auf oder was? Na toll. Beim Let's Play einen Schluck auf. Das ist das Beste, Beste, was es geben kann, echt. Ah, könnt ihr mir glauben, das ist super. Na gut. So, und jetzt geht's ein bisschen bergauf. Ich wollte eigentlich mal mit euch nach London fahren. Ah gut, das können wir dann bei Euro Truck Simulator machen. Da habe ich jetzt übrigens Version 1.3. Das kann ich ja schon mal sagen. Falls ihr das bei Destroyer LP5 Euro Truck Simulator guckt, der hat ja von vornherein auf seiner CD schon 1.3 gehabt. Und somit hatte er schon London mit drin. Ich habe halt 1.0 gehabt. Und bei mir funktioniert das mit dem Patchen nicht. Ich habe das dann aber heute richtig hingekriegt. Also am 31.07. ja, zum 1.8. so an den beiden Tagen habe ich das geschafft. Oh, der bremst immer mal, der bremst ja wieder nicht. Ja, also zu diesem Zeitraum habe ich das hingekriegt, dass ich Euro Truck Simulator patchen konnte, und deswegen gibt es dann da auch mehr neue Mods und sowas. Aber habt ihr bestimmt schon gesehen, also wenn ihr diesen German Truck Simulator Part seht, habt ihr schon Euro Truck Simulator, die neuen Mods und all das gesehen. Ich werde mich jetzt gleich, also wenn wir hier die Aufnahme beendet haben, fange ich an, Euro Truck nachzuspielen. Und zwar unsere ersten 21 Parts, mehr oder weniger. Versuche einfach bloß die Sterne, die wir haben, zu machen. Und wahrscheinlich werde ich dann aber mehr Geld haben, weil es halt jetzt andere Aufträge und sowas mit rein drin sind. Ah, werdet ihr dann sehen. Beziehungsweise habt ihr schon gesehen. So, und jetzt mal wieder zurück zu German Truck Simulator. Die Austria Edition mit Euromap Mod. Ist natürlich schon ganz geil. Aber schon ein bisschen